Herzlich willkommen zum nächsten Let's Play Retro. Ein weiteres Spiel, was ich früher sehr, sehr gern gespielt habe. Ich glaube, ich habe es auch nie durchgespielt, aber einige Level davon habe ich gerne gespielt. Vor allem, glaube ich, das erste und das zweite. Nein, auch viele weitere. Aber irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, na, ich komme nicht wirklich weiter. Und das möchte ich jetzt hier versuchen. Es ist Commander Keen. Diese lustige kleine Figur. Es ist ein junger Mensch. Das dort rechts seht ihr, ist sein Raumschiff. Und irgendwie ist er auf irgendeinem Planeten angekommen. Ich mache mal Easy Game, weil ich das Spiel hier natürlich halbwegs gut durchspielen möchte. Und wir sind hier in den Shadowlands. Es ist die lustige kleine Welt, in der wir hier sind. Und es gibt hier verschiedene Level, die ich spielen kann. Und fangen wir mal kurz an bei meinem eigenen Raumschiff. Oh, das war die falsche Taste. Hier kann ich kurz angucken, wo ich bin. Scorepunkte, die ich habe extra. Das ist die Scorepunktzahl, die ich erreichen muss, um ein extra Leben zu bekommen. Rescued, genau, gerettet. Ich muss nämlich in der Karte hier, glaube ich, sogenannte Weise retten. Irgendwelche wichtigen Figuren auf dieser Welt, die ich finden werde. Keys, ich habe im Moment natürlich keine Keys. Das sind die Lebenspunkte, die Lives, die ich habe. Ammo ist klar. Die Munition. Drops, das sind die Regentropfen, die ich gesammelt habe. Und ja, Leertaste muss ich, glaube ich, drücken. Ja, Keen launches into the. Das will ich nochmal lesen. Keen launches into the Bean with Bacon Mega Rocket. Ah, Bean with Bacon Mega Rocket. So heißt also mein Raumschiff hier. Lustig. Okay, wenn ich die Steuerungstaste drücke, kann ich springen. Oh, auch verschiedene Höhen, wenn ich nur kurz tippe. Wenn ich länger gedrückt halte. Okay. So, mit der Leertaste kann ich schießen. Das möchte ich jetzt aber noch nicht tun, sonst verbrauche ich wichtige Munition. Und was ich am schönsten finde, das zeige ich gleich im nächsten Level. Ah, die Bäume hinten können gucken. Stimmt, die haben wir auch. Das fand ich immer schön. Ich liebe diese alte Grafik. Keen enters the Shadowlands. So, gucken wir mal hier. Ein kleines Dorf. Keen makes a run for the Border Village. Oh, wie süß. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier versuche, normal hinzuspringen, komme ich hier ran. Da komme ich auch noch ran, aber da oben nicht. Was machen wir da? Ich drücke die Alt-Taste und der Springstock kommt raus. Oh, ich liebe dieses Teil. Da kommen wir über den. Ich komme, glaube ich, auch nicht aus dem Level wieder raus, wenn ich hier versuche rauszuspringen. Nein, den Level muss ich entweder durchspielen oder ich muss sterben. Das kleine Vieh hier ist harmlos, das ist ganz niedlich. Auf dem kann ich mich hinstellen. Wenn ich zentral drauf stehe, springt er einfach nur hoch und runter und freut sich. Und wenn ich mich seitlich hinstelle, dann springt er immer in die Richtung, auf der ich mich auch gerade befinde. Kann sogar mit dem Sprung. Oh, der kleine hier gefällt mir nicht. Ich kann sogar mit dem Sprungstock auf ihn draufspringen. Diese kleinen Viecher sind böse. Wenn ich die berühre, ist es wie bei Super Mario. Ich brauche ihn nur einmal berühren und sofort bin ich tot. Beziehungsweise ich habe verloren. Das zeige ich euch jetzt aber nicht, denn das wird noch früh genug in den anderen Leveln passieren. Ich kann ihn aber abschießen mit der Leertaste. Und vorbei ist die Gefahr. Auch hier den Unrat, den er abgesetzt hat, Unrat, den Code, den er abgesetzt hat. Den darf ich auch nicht berühren, sonst bin ich down. So, hier lustige kleine Items. Ihr seht es gleich oben links. Ich bekomme dafür Punkte. Wie gesagt, bei 20.000 Punkten bekomme ich das nächste Extra-Leben. Hier das gleiche. Unten die Spieße darf ich nicht berühren. Sonst bin ich down. Und ich versuche natürlich in solchen Leveln immer alle möglichen Sachen zu holen, die ich holen kann. Deswegen werde ich jetzt auch nochmal vorne in das eine Haus reingehen. Aha, hier kann ich runter. Schön. Schauen wir mal, was es hier gibt. Oh. Okay, ganz souverän. Ich glaube, wenn ich in diese Säure reinfliege, bin ich auch tot. Wie in fast allen Dingen in diesem Spiel. Berührst du etwas, bist du tot.
Ah, hier ist das Exit. Ich glaube, das Spiel ist dann aber auch immer erst durch, wenn ich auch bis zum Ende der Karte laufe, wenn ich das Exit-Schild erreiche. Oh, Munition. Wunderschön. Den kleinen Freund hier kann ich im Übrigen auch abschießen, glaube ich. Wenn ich mal nicht so doof wäre und ihn verfehlen würde. Ah, getroffen, okay. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen sauer, aber kann nichts mehr passieren. Konnte vorher auch nicht. Keen enters the Shadowlands. Flup, Level geschafft. So, können wir gleich mal gucken, was ist das nächste Level, was wir spielen können. No diving. I can swim. Wieso kann der nicht schwimmen? I can swim. Ich kann immer noch nicht schwimmen. Na gut. Probieren wir mal Level 2. Keen slips into Slug Village. Schauen wir mal runter, was gibt's hier unten? Okay, verstehe. Kann ich auch machen mit oben und unten einfach mal die Blickwinkel ändern. Gibt aber, glaube ich, leider keine Taste, um den Blick wieder zu normalisieren. Aber das macht er nach jedem Sprung von alleine. Ihr habt es, glaube ich, gerade gesehen. Jedes Mal, wenn ich einen Sprung tätige, passe die Kamera halbwegs an. So lange, bis er es hat. Ups. Na, jetzt komme ich hier schwierig ran. Das ist nicht schön. Na, jetzt habe ich einen Schuss zu viel verbraucht. Na los, verschwinden. Machen wir so. Ich weiß noch nicht, ob ich in dem Level schon wen retten kann oder ob das auch nur noch so ein Einführungslevel ist. Ich glaube, das ist auch nur ein Einführungslevel. Oh, das ist ja süß. Was ist das hier eigentlich? Mitten hier oben. Könnt ihr mir sagen, was das ist? Ich kann das gar nicht erkennen, was das sein soll. Oh, hier unten die Flammen. Oh, das war knapp. Es gibt ja auch ab und zu versteckte Gänge, die ich nicht sehen kann, die einfach hier drin sind. Deswegen springe ich hier einfach mal wie bekloppt gegen. Ah, hier zum Beispiel, habt ihr gesehen? Hier verschwinde ich drin und hier war irgendwas drin. Deswegen werde ich das öfter machen, einfach mal auf Verdacht dagegen springen. Ich hoffe jetzt nur, dass ich nicht zu doof bin, hier wieder runter zu springen. Ja, wunderbar. Ich bin nicht zu doof. Schön, schön, schön. Da freue ich mich immer drüber, wenn ich nicht zu doof bin. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich kann mich, glaube ich, auch hier an so Vorsprüngen festhalten, wenn ich mich nicht irre. Ja, kann ich. Genau, hier konnte ich auch noch rein, das weiß ich. Und jetzt bin ich irgendwo hier ganz unten am unteren Bildschirmrand. Ah, haha, schön. Den Sound, den ihr jetzt gehört habt, ihr seht es oben links, 24.000. Ich habe die 20.000er-Marke geknackt und habe dadurch ein extra Leben bekommen. Und schon 66 Tropfen eingesammelt. Bei 40.000 gibt es die nächste Grenze. Dann schauen wir mal. Wenn wir genau darauf achten, können wir das auch unten sehen. An der unteren Hälfte gibt es irgendwo, gerade wenn ich mich, glaube ich, bewege, seht ihr das, eine Änderung, beziehungsweise bei diesen Pixeln eine Verschiebung. So eine waagerechte Linie, die ihr seht, wo das nicht genau übereinstimmt. Ich kann es gerade nicht besser beschreiben. Das könnte darauf hindeuten, dass ich da unten lang laufe. Und da bin ich wieder. Schön. Oh, versuchen wir mal hier noch alles einzusammeln. Was gibt es hier unten noch? Ich glaube, ich weiß, was hier unten sein könnte. Ach nee, das ist der da oben. Doch, den hier. Ich wusste es. Ich wusste, dass der hier ist. Den kann ich auch nicht abschießen. Ah, ich glaube, wenn ich versuche, da oben hinzukommen, dann sterbe ich. Ich lasse das lieber mal. Das ist mir zu unsicher. Ich werde noch früh genug in diesem Spiel sterben, deswegen brauchen wir das jetzt nicht irgendwie provozieren. Ah, hier kommen wir auch wieder rein. Und jetzt scheine ich hier festzuhängen. Ach, der ist hier mit rein. Ach, der ist hier mit reingesprungen. Deswegen bin ich nicht weitergekommen.
Aber hier, das sammeln wir uns alles noch ein. Jetzt muss ich nur gucken, wann ich hier wieder raus muss. So funktioniert das sehr schön. Okay, und dann wollen wir hier wieder raus. Ne, hier komme ich gar nicht raus, verdammt. Ich muss den langen Weg gehen, um rauszukommen. Aber ich habe, soweit ich sehen kann, alles in diesem Level eingesammelt. Und dann können wir jetzt frohen Mutes Richtung Ende des Levels gehen. Ich weiß auch nicht, ob die Viecher hier respawnen. Ne, das tun sie nicht. Und oh, schön getroffen. Na los, verschwinde da oben. Ich mag auch die Animation, dass da, wenn da irgendwas ist, einfach erst die Hälfte verschwindet und dann verschwindet der Rest. Das ist nett und einfach gemacht. Oh, oh, verdammt, das wäre knapp geworden. Ich glaube, wenn ich den berühre, dann habe ich auch wieder Stress. Na komm. Ich will nur noch die Tropfen haben. Ah, wenn ich 100 Tropfen eingesammelt habe. Nee, ich habe die 40.000 Score geknackt. Aber irgendwas muss noch passieren, wenn ich die 100.000 Drops knacke. Aber was passiert da, ist die Frage. Komm her. Mensch, komm her. Nein, komm her. Jetzt springt er schon wieder weg, ich glaube es ja wohl. Oh, komm her. Ah, hab ich dich. Schön. Ja, und komm. Ja, wunderbar. Aber wo ist diese Libelle hin, die hier vorher? Oder die Fliege oder was das war? Na, ist egal. Das Level schaffen wir auch. Keen enters the Shadowlands. So, da haben wir die ersten beiden Level geschafft. Das sollte für die jetzige Aufnahme auch reichen. Ich habe dann hier im Schneebereich verschiedene Level, die ich spielen kann. Und ich glaube auch spielen muss. Eine Höhle. Einen schwarzen Schneewald. Eine Eislandschaft. Hier nichts weiter. Dort gibt es dann auch düsterere Musik. Das finde ich ganz schön. Hier habe ich irgendwie so ein kleines Sumpfdorf. Wenn ich mich nicht irre. Hier habe ich verschiedene Level. Im Wüstenbereich eine Wüsten. Oh, das hier ist eins meiner Lieblingslevel. Die verschwindende Stadt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und hier haben wir eine Oase. Und hier unten kommen wir zu verschiedenen Tempeln. Wofür die stehen, weiß ich auch nicht. Tempel des Mondes, Tempel der Sonne, Tempel des sehenden Auges. Und hier ein Tempel der Hand, wahrscheinlich Fist of Zen oder sowas. Da weiß ich aber nie bei dem Tempel, wie kommt man da hin? Das war schon immer ein großes Rätsel für mich, das ich noch nie beantworten konnte. Vielleicht schaffen wir das jetzt auch. Und es gibt später auch die Möglichkeit, hier ins Wasser zu kommen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann würde ich erstmal sagen, war's das für die erste Runde. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde dann demnächst hier weiterspielen. Control Panel. Save Game. Number. Enter. Type Name. Achso, okay. Alpha. Let's play. Easy. Gesaved. Alles klar. Wunderbar. Dann sage ich erstmal vielen Dank und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Retro.